Servus Leute, nach ein paar Stunden haben wir Little Hope nun durch und jetzt sehen wir uns an, was dieses Game zu bieten hat. Little Hope, der zweite Teil der Dark Pictures Anthology. Eine Reihe von Standalone-Horrorgeschichten. Daher führt Little Hope auch nicht die Geschichte des Vorgängers, Man of Medan, fort, sondern spielt in seiner eigenen kleinen, grausigen Welt. Das Spiel lässt uns nicht lange warten und bringt die Story etwas atypisch in Schwung und lässt uns auf einer verlassenen Straße mit dem Bus verunglücken. In der Story werden wir mit fünf spielbaren Charakteren unterwegs sein. Durch Entscheidungen, die wir im Laufe treffen müssen, werden die Beziehungen zu den einzelnen Personen beeinflusst. Je nachdem wie wir handeln, beeinflussen wir das Schicksal dieser Menschen. Der Handlungsstrang der Story fokussiert sich auf die vergangenen Geschehnisse der Kleinstadt, der Hexenverfolgung im 16. Jahrhundert. Wir erleben einige Rückblenden, die uns entweder helfen, Entscheidungen zu treffen, oder wollen uns sogar verwirren. Die Schockmomente beruhen eher mehr auf Jumpscares. Manche sind fast voraussehbar, manche aber fies platziert. Noch dazu, man kann sich kaum vorbereiten. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, werden andere Szenen freigeschaltet. Auch in der Third-Person-Ansicht weiß das Spiel uns vor der Linse zu erschrecken. Durch die festen Kameraeinstellungen sind wir quasi gezwungen, das zu sehen, welches wir auch sehen sollen. Wie ein Busch, der den halben Bildschirm bedeckt und plötzlich etwas durchzischt. Ebenfalls zum Horror passend die Umgebung und dessen Stimmung. Es ist dunkel, neblig und nass. Die perfekte Gruselnacht. Ob auf den Straßen Little Hopes oder in den Häusern, wir sind nicht sicher. Es kann immer etwas passieren. Dieses Gefühl vermittelt uns die düstere Atmosphäre. Auch die Soundkulisse im Hintergrund ist nahezu perfekt inszeniert. Ein lautes Klopfen an der Tür. Das Knarzen der Bodenplanken, über die wir uns gerade bewegen. Kinderlachen ertönt. Normal sehr erfreulich, aber bei diesem Setting eher unheimlich und beklemmend. Und dann die Musik, die dich animiert, konzentriert auf den Bildschirm zu sehen. Mit zugekniffenen Augen. Kommen wir nun zum Movement. Die Steuerung der Figuren ist eher gewöhnungsbedürftig und fühlt sich oft träge an. Dies mindert aber die Spielfreude kaum. Hier und da kann es vorkommen, dass ein Objekt wieder zurückgelegt wird, obwohl wir es uns gar nicht genauer ansehen konnten. Oder bei einem Kamerawechsel in die falsche Richtung gehen. Laufen können unsere Gefährten nicht. Nur etwas zügiger gehen. Aber das stört nicht. Die Level sind eher klein gehalten und Laufen würde die Gruselstimmung minimieren. Optisch kann sich Little Hope sehen lassen. Die Grafik ist schön anzusehen und die Effekte sind auch wunderbar. Das ganze Spiel ist ja praktisch ein interaktiver Film. Ab und zu durften wir Zeuge von zwei bis drei kleinen Bugs werden, wie zum Beispiel die Vertonung der Charaktere. Diese ist nicht immer perfekt. Die Protagonisten brachen ihre Sätze ab, obwohl sie augenscheinlich noch sprechen. Little Hope konnte in Sachen Story noch einen drauflegen und lässt seinen Vorgänger dennoch nicht im Regen stehen. Das Spiel zwischen Schein und Sein ist gut inszeniert und stellt dich auf die Probe, ob du eher mit deinem Bauchgefühl oder mit Verstand entscheidest. Die Charaktere haben wenig Tiefgang und man kann nur wenig Verbindung zu ihnen aufbauen, aber das ist kaum wichtig, da die Story 4 bis 5 Stunden durch ist. Der Wiederspielwert ist sehr groß. Wir möchten ja mehrere Enden zu Gesicht bekommen oder die Geheimnisse entdecken sowie die Geschehnisse besser verstehen. Die Atmosphäre ist Supermassive sehr gelungen und die Schockmomente gut in Szene gesetzt. Hier und da könnte man einen kleinen Schrei loslassen oder gar den Gang ins Zimmer verweigern, da man schon den Schatten sieht und wir eigentlich wissen, was auf uns zukommen wird. Im Großen und Ganzen ein würdiger neuer Teil der Dark Pictures Anthology-Reihe und wir freuen uns schon auf die nächste Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Servus.